Einen wunderschönen guten Morgen, hallo, servus und willkommen live von der Arbeiterfront. So in etwa. Ja, wir haben Freitag, den 20. Ja, heute Morgen ist das aktuelle Video rausgekommen. 289. Und jetzt ist es... Na, wo sind sie denn? Ach da! Und jetzt, es ist früher Morgen, schon fortgeschrittener Morgen. Und ich bin gerade noch mal im Schweinestall, ich wollte euch noch was zeigen. Guckt mal da, die Oma und die Heidi. Liegen sie gemütlich zusammen. Und natürlich die Zieberler machen wieder Quatsch, bis sie gefressen werden, das merken sie dann. Ja, ich habe mir gestern nämlich ganz feinerweise, lustigerweise gedacht, oder schon das war schon vorgestern Abend, steckst du mal die Oma und die Heidi zusammen, mal gucken, was passiert. Erfahrungsgemäß, die Oma natürlich hast du mal ihren Rang festgelegt, ich Chefin, du nix. So hat das Ganze ausgeschaut. Ja, und da habe ich es dann nochmal getrennt für die Nacht, die Oma nochmal vor zum Eber. Bloß ich habe es da eigentlich vom Eber weg, weil ich mir gedacht habe, es ist irgendwie, ja, die Oma ist relativ alt. Und muss ich dann fortnehmen mit dem alten Fettsack rumkabbeln, weil der ist ja eigentlich so als Stinktier. Wenn es ums Futter geht, dann ja, er frisst alles und sie kriegt nichts, so in etwa. Dann habe ich es einmal getrennt gefüttert. Funktioniert bedingt. Habe mir aber gedacht, ne, muss anders gehen. Muss da was einfallen lassen. Probier mal, ob die nicht zusammenkommen, die zwei Weiber. Ja, ist ein wenig jünger. Vom Alter her müsste es noch passen. Das klappt, weil die Oma war ja bis heuer im Frühjahr eigentlich mit ihrer Tochter zusammen, bis die Sande gestorben ist. Und da habe ich gedacht, das probierst du jetzt einfach mal aus. Ja, und was soll ich sagen, ich habe es dann gestern noch einmal probiert gehabt. Habe die zwei noch einmal zusammen, schon von früh an. Und ja, dann... Es hat draußen ein wenig Stunk gegeben, die haben sich immer mal in die Haare gehabt. Hallo Salem. Okay. Hat immer mal ein wenig Stunk gegeben, aber es hat eigentlich soweit so ganz gut funktioniert. Hallo Salem. Du schon wieder? Mau. Mau, Salem. Ja. Das ist Salem. Ein Vogel. Denk schon, wer scheppert und kracht da innen rum. Salem? 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 Komm! So. Nee, ich habe mir gedacht, das muss dann mal probieren, das muss ja funktionieren. Es kann doch nicht so schwer sein, die zwei zusammenzubringen. Hab's auch zusammen. Gestern haben sie dann ein paar Mal gekabbelt, abends dann in der Stolzsam. Dann bin ich um 9 Uhr noch unten gewesen, weil ich gedacht habe, schaust du mal nach, wie es ist. Wir haben sie genauso zusammengelegen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das geht. Schaust da mal bis früh, alles prima, heute Morgen rausgelassen. Ja, die Oma, die weiß da schon mal zurecht. Es gibt schon mal, dass die Oma einfach mal zuschnappt. Ohne Zähne, ohne richtig böse zu sein, aber halt einfach, ey, jetzt gehen wir nicht auf die Eier. Lass mich auch mal in Ruhe. Aber es funktioniert. Und ihr seht ja jetzt links auch schön zusammen. Optimal. Ich meine, die Oma ist damals aus einer riesengroßen Rotte gekommen, da waren ja ewig viele andere. Und ja, wie gesagt, die war ja eigentlich immer mit anderen zusammen. Und ich war ja bis heute im Frühjahr mit der Sunday zusammen und ich dachte, das muss doch klappen und es funktioniert. Optimal, so darf es sein. Die zwei sind jetzt draußen oder können auch jetzt raus, wenn sie wollen. Habt ihr ja aber selber gesehen, die liegen lieber im Stall. Und wenn das so ist, na dann ist es halt so. So, jetzt, was mache ich jetzt? Erst einmal auf dem wieder Gelaber, dann würde eigentlich schon mal anreden, halt nicht so viel. Sorry, ist halt so. Ich schnappe mir jetzt meinen 15er mit meinem Ladewagen. Und geh mal ein Grasmäher für meine Kühe. Normalerweise mache ich das erst abends. Salem? Ah, da oben hockt der. Salem? Salem? Fängst du bei der Mäus? Ja, das machst du gut. Ja. Du bist redebedürftig. Ist eine arabische Mau. Das sind die Katzen von meiner Mutter eigentlich. Aber der wollte unbedingt raus. Den haben wir gekriegt und dann war er eigentlich eine reine Wohnungskatze. Dann wollte er aber irgendwann unbedingt raus.
Dann haben wir ihn dann ausgelassen und seitdem, der verbringt die ganze Zeit nur noch draußen, der will gar nicht mehr rein. Der wohnt da draußen im Garten. Der holt sich Oma an der Haustür sein Futter und sein Wasser ab. Da kriegt er Nassfutter, da kriegt er dann einmal so Leckerli und Zeug. Aber mit Nein will er nicht, weil wenn du es mit Nein nimmst, dann fängt er das Randalieren und will dann aus. Der ist rein nach draußen Katz. Die Spinne. Miau. Du hast wieder Mäus gefunden, gell? Na dann mach. Ja. Na Komiker. Nee, ich schnapp jetzt mal 15er und lade wohl mehr groß. Weil heute Abend um 4:30 da muss ich mit meiner angelangten Katze dann nochmal zum Impfen. Mit dem Tyrion, den kennt ihr ja noch nicht. Das ist eine kleine Abyssinie. Ich habe 3 Katzen jetzt in der Wohnung. Hausen mein Tiger, mein Paula, die ist nur noch im Treppenhaus, die will nicht in die Wohnung hinein. Und aus dem Garten will sie auch nicht mehr, die wohnt halt aus dem Treppenhaus. Die begnügt sich da damit. Ja, das sind meine Katzen und der Tyrion, der ist jetzt mal mit seiner Erstimpfung dran. Da muss ich um 4:30 dann mit meiner Schwester mal rüberfahren, weil die eine Katze hat, die muss kastriert werden. Ja, deswegen mähe ich jetzt gleich. Ich werde dann heute schauen, dass wir den Äpfelgrube raus tun. Und den KL300 schon mal vorspannen, dass wir morgen die Äpfel krumm können. Das Wetter soll ja noch einmal halten. Die Äpfel sind ja da noch im Boden. Ja, mal schauen, vielleicht. Vielleicht. Ich könnte ja eigentlich. Das müsste ich mal probieren mit dem Balken, wenn ich das Zeug, das Kraut umher ein wenig wegmähe. Und auf dem Miesten in der Vor. Das könnte vielleicht funktionieren. Aber mal schauen. Auf jeden Fall will ich morgen dann schauen, dass ich Äpfel grob. Das werde ich heute dann nicht schaffen. Ich schaue, dass ich jetzt auch groß mähe, dass das schon erledigt ist. Dann werde ich schauen, dass meine Stelle soweit fertig sind, dass da nichts mehr zu erledigen ist. Dass ich dann wirklich bloß noch heute oben die Hühner und Zieberle einspannen muss, die Schweine einspannen und die Kühe dann nochmal auch Grasen einschmeißen. Es liegt ja aktuell noch ein wenig was drum. Das langt für, naja, nicht mehr ganz für heute Abend. Also ich müsste noch ein wenig was dafür mehr und wie gesagt, dann mache ich es jetzt gleich. Dann liegt es zwar ein wenig länger, es ist nicht so schön, aber ich muss auch morgen dann eh wieder mehr, dass es bis Montag langt. Weil ich normalerweise Sonntag nicht mehr. Ja, genau. Das passiert auf jeden Fall jetzt. Und dann sehen wir weiter. Bevor wir das machen, wollte ich euch aber noch. Ja, jetzt kommt er. Hallo Salem. Wie schaust denn du wieder aus? Ja, der Salem. Alles gut, Spinner wie ihm. Ja. Und jetzt schmierst du den Träger und mir ab. Ja, das kostet gut. Ich habe ja im letzten Video die Dreschmaschine vorgestellt. Und ich habe es tatsächlich endlich auf die Reihe gebracht, das Ding zum Laufen zu bringen. Ich habe rausgefunden, wo die Entgranneplatten ist. In diesem Sinne an meine WhatsApp-Gruppe. Ihr habt die Videos ja eigentlich schon gesehen. Ich stelle diese Videos auch nicht hier ein. Die sind exklusiv nur für die WhatsApp-Gruppe gewesen. Aber, hallo Licht, hallo Licht, heute noch? Hallo Licht. Bist du jetzt hier oder was? Sauber. Oh, die braucht. Ey, du ne Werre. Ja, ist doch gut. Ich habe für die Maschine endlich die Entgranneplatte gefunden. Aua. Und zwar sitzt die bei dieser Maschine. Hier vorne, jetzt wird es natürlich wieder so dunkel sein, dass keine Sau was erkennt. Das ist mir schon klar. Die Entgranneplatte ist diese Platte da. So, und da gibt es zweierlei. Die Variante da ist glatt. Und dann gibt es eine Variante, die ist gerippt, die ist für Gäste, um die Grannen wegzumachen. Und jetzt war die ganze Zeit die Gerippte drin, die liegt jetzt da vorne auf dem Anhänger. Und die hat man natürlich produziert, die ganzen kaputten, zerschlagenen Kerne. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das willst du ja nicht haben. Jetzt habe ich mir gedacht, muss da mal zoomen, muss doch dann was haben. Ich habe erst vermutet, das könnte vielleicht das Blech da sein. Das war es aber nicht. Aber hier unter dem ganzen Heugeraffel habe ich dann diese Platte da gefunden, die jetzt da aufgeschraubt ist da vorne. Und habe die verbaut. Und siehe da, ja, ist doch gut.
Ja, du bist anlehnungsbedürftig, gell? Und hab die verbaut und schon läuft die Maschine wesentlich besser. Weil jetzt nehme ich der Entgranier raus und nicht mehr alles zusammenschlägt. So, und Sortierzylinder bin ich auch fündig geworden. Gibt es eine Handkurbel dafür. Ich habe gesagt, den muss man enger stellen können. Ihr seht, der ist jetzt enger gestellt. Der Besen ist näher dran. Das sind ja die Punkte, wo ich gesagt habe, das muss gemacht werden. Der Besen ist einfach über die Stellschraube oder aufgemacht worden. Ein wenig näher nachgedrückt, wurde festgeschraubt. Hat wunderbar geklappt. Ich habe dann an der Maschine hier unten die Schieber wieder repariert. Da habe ich einfach einen Nagel genommen. Weil du brauchst ein wenig einen stärkeren Draht, der quasi die Schieberklappe betätigt. Geht hier. Die da waren ja noch original, das hat ja noch funktioniert. Ich habe da wieder einen Haken montiert. Sorry. Kann man die Klappe aufstellen, dass man reingucken kann. Und ich habe für die Maschine die Handkurbel gefunden für den Sortierzylinder. Der vorne da noch gesagt, ist die so blau und so geschwungen? Sag ich ja, die ist so blau und so geschwungen. Na, dann hast du gesagt, dann hast du die richtig. Ich muss das mal irgendwie hier koordinieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das ist sie. Das ist die Handkurbel von der Maschine, die hier aufgesteckt werden kann. Und mit der man, na gut, mit einer Hand ist das echt beschissen, den Sortierzylinder jetzt dann aufmachen kann in diese Richtung oder schließen kann in diese. Kurbeln wir mal ein wenig. So, das Problem ist jetzt hier einfach nur, dass der Riemen hier drauf zu kurz ist. Sorry, also das Filmen, das ist wieder Katastrophe, was ich da mache, schätze ich. Seht ihr, der Schutz ist ja weiter offen. Jetzt fallen die Grusenkanale hüben bei den Grusen raus. Problem ist, ich kann es nicht während des Betriebes machen. Der Riemen hier ist nicht der originale. Der originale, der war so lang, dass die Maschine, der Motor da hinten stand in der Ecke. Jetzt steht der Motor ziemlich nahe hier dran. Und jetzt ist die ganze Problematik, durch das, dass der kürzer ist, läuft der Riemen halt genau da drüber. Und zum Kurbeln musst du halt da ran. Und wenn die jetzt läuft, dann möchte ich nicht unbedingt mit der Kurbel hier so rein, weil ich komme dann immer an den Riemen und ich möchte nicht unbedingt meine Finger verlieren. Wie der vorher gesagt, früher ist das gemacht worden. Früher hast du ja einfach das Riemenabbech genommen. Dieses Zeugs da. Entschuldigung. Dieses Zeugs da. Und hast einfach die laufenden Riemen damit eingeschmiert. Der da geht's ja noch. Ihr seht ja, da ist es drauf, das Zeug. Aber gerade die da, ne, habe ich gesagt, da lange nicht. Da sagte ich, das hat früher der Opa einfach gemacht. Du hast halt reingelangt worden, du hast es draufgehalten und dann wurde es gut. Ja, das habe ich mir natürlich nicht getraut. Habe ich gedacht, das magst du lieber nicht. Ich möchte meine Hände vielleicht länger behalten. Hat wohl früher so funktioniert und muss wohl gehen, aber es muss auch nicht sein. Gut, genug da dazu. Die Maschinen werde ich dann vermutlich auch mal in Betrieb nehmen. Dann machen wir mal einen Haben durchjung. Und dann sehen wir weiter. Aber jetzt machen wir erst einmal die Arbeit, die ich gesagt habe, dass das auch fertig wird. Großmäher, Äpfelkehle unten sauber machen, dass die neue Äpfel rein können. Wenn meiner annimmt, dann kommen wir an den Äpfelgrube raus und noch eine Kramme nachhängt. Das kann ich ja dann außen stehen lassen, das Gespann. Und dann werden wir es morgen machen, ein paar Säge zusammensuchen. Und ja, dann Stellen noch machen und wenn das alles fertig ist, vielleicht dann haben wir wirklich die Maschine in Betrieb nehmen, mal gucken, ob das alles funktioniert und dann könnt ihr die auch mal so richtig in Aktion sehen. Gut, jetzt da mal was, weil sonst labe ich da den ganzen Tag und ihr sagt, ja, das ist ein Arsch. Thank you.
Thank you.
Fix haben wir die Ladung entleeren. Völlig unspektakulär. Da ist wieder ein Berg da. Da schaut schon wieder aus wie Sau heute. Früher habe ich sauber gemacht, wie ich gesagt früher habe. Naja, so sieht es halt dann wieder aus. Ne? Schon da Adele ein wenig an Mais rein, weil den mag ich ganz gern. Ja, ich mähe den einfach mit der Sichel ab. Mais den meiner Viecher rein. Die fressen auch und gut ist. Ja, einen Maisäcksel habe ich nicht. Und einen Maisäcksel anschaffen will ich in meinem Bisserladen. Naja, ich siliere ja nicht. Von daher machen wir den gar leer und dann schauen wir mal vielleicht nicht um. Weil ich vielleicht haben wir auch mehr und laden. Wenn es klappt. Ja. Auch noch raus. So. So, das alte Apfelkraut ist weg. Ich habe das jetzt einmal mit dem Balken, ja und da das Unkraut, mit dem Balken abgemäht und mit dem Ladewagen geladen. Puh, keine schöne Arbeit, aber das muss sein. Es ist immer noch ein bisschen Rest dort. Ja, ganz weg kriegst du es halt nicht, weil ich habe keine Lust mit dem Messerbalken durch die Dämme zu säbeln. Den möchte ich mir ein wenig länger haben. Und das Ersatzteil ist ja schwierig, beziehungsweise schweineteuer. So, filmen wir das Ganze natürlich nicht, aber das ist wurscht, ich habe jetzt noch eine andere Arbeit, ich mache jetzt noch meine Äpfelkehle leer, da sind noch ein paar ausgetriebene alte Äpfel drin, die kommen jetzt auf den Mist und dann ja, ist das auch erledigt, dann werde ich einmal mit den Viechern anfangen, großes Gemüt, das Kraut ist weg, den Grobe da noch anhängen und dann schauen wir mal. Ja, und weil ich immer wieder gefragt werde, was ist denn eigentlich mit eurem MP-Trag? Was ist mit einem MP-Trag? Wo ist der MP-Trag? Was passiert mit einem MP-Trag? Ja, im Moment passiert einfach schlicht nichts. Der steht immer noch da, wo er die ganze Zeit schon steht. Nämlich da. Keine Kabine drauf. Alles mögliche abgebaut. Motor und Getriebe ausgebaut. Motor und Getriebe sind ja fertig. Die stehen ja drüben beim VW-Bus unter einem Bettlaken drunter, dass er wegen Staub geschützt ist. Und seitdem ist da auch nichts weitergegangen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir hatten heute dieses Bauprojekt da fertig zu machen. Das ist jetzt theoretisch bis auf die Fußbodenbeschichtung auch komplett fertig. Ja, bis auf die Fußbodenbeschichtung ist alles fertig. Ist die erledigt. Und dann kam ja noch dieses Bauprojekt dazu. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ihr seht, da ist jetzt da außen noch ein Podest gebaut worden, dass man da oben reinkommt durch die Tür, da ist eine Treppe rein, dann ist da vorne noch gepflastert worden, im Vorbereich, innerhalb ist geschottet, aber davor ist gepflastert, das hat er vorher gemacht. Ja, wann hätte denn dann hergehen sollen und hätte da weitermachen sollen? Klar, es warten viel drauf und ich warte da drauf, dass er irgendwann vielleicht einmal fertig ist, aber zu Teilen komme ich halt nicht. Und wenn jetzt die Bauprojekte erst einmal waren, wir mussten die Zeit nutzen, weil die ohne Baustoffhändler macht leider heute zu. Da haben wir alles bezogen. Weltklasse Service. Also in diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön ans Baugeschäft Hase für die super Zusammenarbeit und viel Beratung und Tipps und Tricks. Ja, das hat auf jeden Fall geholfen, weil von denen haben wir viel Zeug gehabt für die zwei Bauprojekte. Und ja, so haben damals meiner Leute schon, wie das Haus gebaut worden ist und die Halde oder haben sie einen Torhaufen Zeug gekauft. Und ja, die hören heuer jetzt dann im Herbst auf. Ja, und deswegen muss das einfach erst einmal fertig werden. Du musst halt irgendwo Abstrich machen. Es muss einmal irgendwas fertig werden. Du kannst halt nicht fünf Dinge anfangen. Das Bauprojekt ist ja letztes Jahr schon losgegangen. Ja, jetzt bin ich im Endeffekt in den letzten Zügen. Es ist am 9. Juni letzten Jahres ist die Garage losgegangen. Und jetzt haben wir den 20. September 2024. Und, ja. Es ist halt immer noch nicht zu 100% ganz fertig, aber gut. Ja, und dann ist, wie gesagt, ja heute im Frühjahr, im zeitigen Januar, 17. Januar war das, glaube ich, haben wir das Ding da geholt. Das hat mein Bruder ja ergaunert. War eine Auktion. Oder ergattert, müsste man sagen. Ergaunert.
Ja, das ist jetzt gebaut worden. Unterstellplatz, da steht jetzt momentan der Chef drinnen. Und Rüttelplatten, Gerüst ist aufgebaut, weil er Elektrik macht. Oben hier muss noch zugemacht werden mit Brede. Seitlich muss da noch zugemacht werden. Dann ist ja innerhalb das Backen gewesen und. Das sind ja lauter so Sachen, die alle zu erledigen waren. Und da ist der MP-Trag einfach liegen geblieben. Man, ja, es gibt auch Haufen, die haben gesagt, es macht halt endlich weiter, ist der nicht bald einmal. Ja. Die Teile im Stadel liegen mal im Weg, da jetzt mal Struh gelochert, jetzt war das Zeug da im Weg gelegen. Ja, und das ist freilich blöd, du hast da vorgestellt, das was aber halt nichts bewegt. Ursprünglich war ja der Planmotorgetriebe fertig, Einbauer und dann Gutes, dann legst los und fährst halt einmal. Das Ganze hat sich jetzt aber dann zerschlagen. Der Vorher hat gesagt, wenn er jetzt schon dabei ist, alles auseinander, Achsen raus, Achsen komplett überholen, den Rahmen strahlen, dann machst du das gleich einmal komplett, weil du baust das Ding jetzt nicht wieder zusammen und baust es in einem Vierteljahr wieder alles auseinander, um es dann zu lackieren. Oder gehst dann her und machst dann nur halber Arbeit beim Lackieren und machst es so außenrum husch, husch, pfusch. Sondern da haben wir gesagt, dann machen wir es einmal richtig. So wie bei den Kramen, komplett zerlegen, alles herrichten, alles machen, wieder aufbauen, gut, und du hast Ruhe. Weil, man will ja ein wenig länger was vor dem Ding haben. Und, ja, ihr seht schon, da hängen ein Haufen Luftleitungen und alles so Geraffel rum. Es liegen Kabelbaum rum, es liegt Spritleitungen rum und. Das muss ja alles wieder zusammengesucht werden. Und, ich meine, du baust das jetzt 20 Mal auseinander dafür. Das ist Blödsinn. Hydraulikpumpen können überholt. Die Kardangelenke können auch mal kontrolliert. Und. Zapfeln vorne muss eingebaut werden. Zapfeln hinten ist ausgeschlagen. Da muss ein neues Loch rein. Jetzt ist massenhaft Arbeit noch an dem Ding. Und ja, man möchte irgendwann anfangen, aber eins fertig machen, dann sehen wir weiter. Ich mache jetzt da wieder was fertig und dann sehen wir weiter. So, Sonntag ist der 22. Wir haben Freitag dann noch Stall ausgemisst und heute wegen der Rasen geputzt, da fällt der Bagger. Hier ist auch nicht mehr da. Na, der steht bis unten vor der metrischen Hand. Ja, hier haben Sonntag, aber geht nicht. Und ich fahre mal schnell mit dem Auto einen Sprit holen. Der Diesel kostet aktuell 1,42 €. Und ich habe es auch schon mal gesagt, wir haben ja keinen Agrardiesel. Wir beantragen auch nicht, wir kriegen auch nicht, sondern wir fahren stinknormal an die Tankstelle und holen uns einen Sprit ab. Ich habe Kanister dabei, machen wir jetzt da voll. Dann fahren wir wieder heim. Und dann fahre ich heute zum Meer, weil morgen soll es ringen. Normalerweise mähe ich ja so noch nicht. Aber nachdem kein Schrei in die Kuh mehr da ist, sollen die Nachbarn auch an den Grund kriegen, wie sie sich dann aufregen können. Guck mal, wer denn da? Ruhe und Frieden? Ja, ja. Alles klar. Ah, die Bremse geht schnell. Ja, wir fahren mit dem Land Rover. Vorher als momentan viel mit dem Smart. Aber für gewisse Arbeiten ist einfach das Auto der praktische, weil ich habe da ein Staufloch für Kanister. Stecken also außerhalb vom Auto und stinken wir nicht das Auto zu. Alles schön aufgerammt. Aber warum sollen wir das dann nicht nutzen? Ja, und der braucht auch immer mal ein bisschen Bewegung. Aber nur noch mal ein wenig bewegen schon, da war nichts. Man, der macht hauptsächlich jetzt noch so längere Wegstrecken oder Transportaufgaben. Aber das ganze Kurzstreckenzeug mache ich eigentlich so gut wie nicht mehr mit dem, weil mir tut eigentlich der Dieselmotor ein wenig leid. Weil dieses, immer nur diese ganz kurzen Strecken fahren, da war er ja nicht warm, das ist scheiße. Aber ich fahre halt so gern.
Ja, gestern haben wir Äpfel gebrochen, weil die sind auch aus dem Bunker raus. Das sind 6,5 Zentner dünner und 7 Zentner billig geworden. Sind aber nicht viel. Ein kleiner Videosequenz blende ich jetzt noch gleich noch ein. Einfach aus dem Grund, wir waren nur zu zweit, weil ich keine mehr bereite, gleich die Äpfel mit zu drucken. Naja, und die Laune war natürlich dann ein bisschen im Keller. Ist ja irgendwie verständlich, musst du ja voll, du warst zwar der Katze da. Voll! Ja, dann habe ich da halt nicht viel gefilmt. Schade. Muss man ausnutzen. Wer weiß, kann es durchaus sein, dass ich jetzt dann auf die Feier durch, auf Ende vom Monat wieder rausgeht. Da kommt der 3. Oktober. Das ist immer so ein wenig heikel. Ja. Gedankt ist gedankt. Ich habe die Kanister geholt, weil ich den an Kunststoffkanister leer gemacht habe. Den habe ich dann mal in 15er neu gekippt, sonst wäre ich mit dem Meer nicht mehr nach oben. Und ja, meine zwei Blechkanister waren leer. Die habe ich gleich einmal aufgefüllt. Ja. Jetzt fahren wir wieder heim damit. Laden aus, räumen wir das Auto auf, schnappen uns nach 15, noch ein Dreher, den nehme ich euch aber nicht.
wenig groß, dass die Viecher wieder was zerfressen haben. Ein wenig an Weiß mit der Sickel. Und ja, wenn ich das hab. Dann wird es schon langsam in die Stellen eingehen. Dann wird es wahrscheinlich auf 3er oder auf 4er zu gehen, dann werde ich langsam wohl in die Stellen noch denken können. Ja, und dann ist ja für heute auch schon wieder das Thema dann offen. Mal schauen. Vielleicht gibt es noch heute mal sowas zu berichten. Meine Sicht sieht ja jetzt ein bisschen dazu. Die ersten Wolken, die sich bilden, soll ja morgen Regen geben. Na du? Thank you.
dann sind wir wieder daheim, gehen zu. Ja, du kannst schon. Wartung.